Der Hauptbahnhof von Halle an der Saale ist mit 40.000 Fahrgästen täglich ein wichtiges Drehkreuz in Sachsen-Anhalt. Da er an der VDE 8 Neubaustrecke liegt, ist er somit ein wichtiger Umsteigknotenpunkt zwischen Fernzügen auf der Relation Berlin-München bzw. Berlin-Frankfurt und Regionalzügen sowie S-Bahn-Zügen. Der Hallenser Hauptbahnhof, so wie er heute größtenteils noch vorzufinden ist, wurde am 8. Oktober des Jahres 1890 eröffnet. Er war damit allerdings nicht der erste Bahnhof in Halle. Zuvor gab es bereits einen Vorgängerbahnhof entlang der Magdeburg-Köthen-Halle-Leipziger Eisenbahn. Dieser entstand zwischen 1845 und 1847 und wurde durch den Anschluss der Thüringer Bahn noch einmal umgebaut. Durch weitere Streckenanschlüsse wurde dieser Bahnhof dann allerdings irgendwann zu klein, weshalb man sich dazu entschied, den Hauptbahnhof zu bauen. Der Bahnhof wurde dabei nach den Entwürfen von Friedrich Pelz errichtet und die Bauzeit betrug 5 Jahre. Das Bahnhofsgebäude konnte bis heute in seinem Originalzustand größtenteils erhalten werden, da es im Zweiten Weltkrieg kaum beschädigt wurde. Das zählt auch für die Bahnsteighallen. Zwischen 1968 und 1984 besaß der Hauptbahnhof auch ein Vorhanggebäude im sozialistischen Baustil. Dieses wurde dann allerdings, wie gesagt, 1984 abgerissen. Zwischen 2014 und 2021 wurde der Hallenser Hauptbahnhof und seine Bahnsteigsanlagen einmal komplett saniert. Dabei wurden zum einen neue Bahnsteige errichtet, aber auch die Gleisanlagen auf einer Länge von 54 Kilometern saniert. Dies geschah hier gemeinsam im Zusammenhang mit der Errichtung der VDE 8 Neubaustrecke, welche allerdings bereits schon vor der abschließenden Sanierung an den Start ging. Somit gibt es aktuell 6 Mittelbahnsteige mit 12 Bahnsteigskanten mit den Gleisen 2 bis 13. Hinzu kommt noch ein Außenbahnsteig mit der Bahnsteigsnummer 1. Dabei liegen die Bahnsteiggleise 1 bis 7 auf der Westseite des Hauptbahnhofes und jene mit den Nummerierungen 8 bis 13 auf der Ostseite. In der Mitte davon befindet sich das Bahnhofsgebäude und der Bahnhofsvorplatz. Der längste Bahnsteig ist im Übrigen jener von Gleis 6 und 7 mit einer Länge von 433 Metern. Die Bahnsteige 2 bis 11 werden dabei im Übrigen von einer Bahnsteighalle überdacht. Sowohl auf der Ostseite als auch auf der Westseite gibt es dabei 2 abgerundete Bahnsteigdächer. Auf der Westseite kommt dann noch ein spitz zulaufendes Dach hinzu. Die Dächer besitzen dabei auch eingelassene Milchglasscheiben, um Tageslichteinfall zu ermöglichen. Die Zugänge zum Bahnsteig sind entweder per fester Treppe oder auch für die Barrierefreiheit per Aufzug möglich. Für die Gleise 2 bis 7 gibt es auch nochmal von der Straßenbahnhaltestelle einen direkten Treppenzugang. Am gesamten Hallenser Hauptbahnhof gibt es allerdings keine einzige Rolltreppe, die einen Zugang zum Bahnsteig ermöglicht. Der Zugang zum Bahnhof selbst ist durch 2 Zugänge möglich. Zum einen durch das Hauptgebäude. Daran anschließt sich eine großzügige Bahnhofshalle mit einer hohen Kuppel. Von dort aus gehen dann auch die Unterführungen ab. In der Bahnhofshalle selbst gibt es dann noch einige Geschäfte und Imbissmöglichkeiten. Vor dem Haupteingang liegt dann noch der Bahnhofsvorplatz. Etwa 150 Meter weiter vom Eingang entfernt liegt dann auch die Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof. Diese liegt hier am Ende der Bahnsteiggleise 1 bis 7. Hier verkehren 3 Straßenbahnlinien, nämlich die Linie 7, welche Kollwitz mit Büschdorf verbindet, die Linie 9, welche vom Göttinger Bogen zum Hauptbahnhof verkehrt und hier quasi endet, und die Linie 12, welche von Trotar zur Berliner Brücke verkehrt. Es gibt aber auch noch eine zweite Haltestelle, nämlich am Westausgang des Hauptbahnhofes. Hier verkehren dann noch die Straßenbahnlinien 2, welche von der Südstadt aus nach Kröllwitz verkehrt. Und außerdem die Linie 5, welche von der Berliner Brücke aus nach Bad Dürrenberg-Markt verkehrt über Merseburg.
Hier gibt es dann noch einen extra Zugang zum Bahnhof mit einem eigenen Zugangsgebäude, welches dann Treppen hinunter zur Unterführung unter den Gleisen 1 bis 7 bietet. Neben der Straßenbahnhaltestelle befindet sich an der Westseite auch noch der Busbahnhof von Halle. Hier verkehren einige Regionalbuslinien, aber auch Fernbusse. Kehren wir nun allerdings zurück zu den Bahnsteigen am Hauptbahnhof und werfen einen Blick auf den Zugverkehr am Hallenser Hauptbahnhof. Wie immer betrachten wir dabei als erstes den Fernverkehr. Zu einem der 6 Haltepunkte der ICE-Sprinterverbindung von München Hauptbahnhof nach Berlin zählt auch der Hallenser Hauptbahnhof. Aktuell verkehren von dieser Sprinterverbindung 7 Zugpaare in einem annähernden 2-Stunden-Takt. Auf dieser Verbindung werden ICE-3-Züge eingesetzt, die eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h auf der Schnellfahrstrecke ausfahren können, um somit geringere Fahrzeiten zu erzielen. Vom Hallenser Hauptbahnhof aus nach Berlin benötigt man knapp 1 Stunde und 13 Minuten. Bis in die Frankenmetropole nach Nürnberg benötigt man gerade einmal 1 Stunde und 45 und bis an den Münchner Hauptbahnhof gerade einmal 2 Stunden und 45. Zu einem knappen Stundentakt wird das Angebot verdichtet durch eine weitere ICE-Linie zwischen Hamburg und München über Berlin, Halle, Erfurt und Nürnberg. Diese ist dabei allerdings etwas langsamer, da sie öfter hält und hier auch langsamere ICE-4-Züge eingesetzt werden. Auf dieser Relation benötigt man dann knapp 2 Stunden bis Nürnberg und etwa 3 Stunden und 15 Minuten bis zum Münchner Hauptbahnhof. Die Fahrzeiten in Richtung Berlin sind dabei ähnlich. Wer mit den Zügen auf dieser Relation dann nach Hamburg reisen möchte, braucht ebenfalls etwa 3 Stunden 15 in die Hansestadt. Auch in Richtung Frankfurt und Stuttgart kommt man vom Hallenser Hauptbahnhof aus und das Ganze ebenfalls im 2-Stunden-Takt. Hier sind ICE-Züge auf der Relation Berlin-Stuttgart unterwegs. Auch hier werden vorwiegend ICE-4-Züge eingesetzt, teilweise sind aber auch ICE-1 anzutreffen. Bis nach Frankfurt benötigt man von Halle aus knapp 2 Stunden 45. Bis nach Mannheim dann knapp 3 Stunden 45 und in Stuttgart ist man dann nach knapp 4,5 Stunden. Auch 2 im Takt verkehrende Intercity-Linien verkehren am Hallenser Hauptbahnhof. Zum einen jene, welche von Dresden Hauptbahnhof über Leipzig, Magdeburg, Hannover und Wuppertal nach Köln Hauptbahnhof verkehrt. Sie werden dann auf die Intercity-Linie nach Stuttgart durchgebunden. Bis an den Hauptbahnhof von Hannover benötigt man etwa 2 Stunden und 15 Minuten, bis nach Bielefeld Hauptbahnhof 3 Stunden und 30 und bis nach Köln 5 Stunden und 37 Minuten. In die Gegenrichtung nach Leipzig benötigt man knapp 25 Minuten und bis an den Dresdner Hauptbahnhof etwa 1 Stunde 45 von Halle aus. Zum Stundentakt zwischen Leipzig und Hannover ergänzt sich die Linie mit der Intercity-Linie von Leipzig nach Emden bzw. Norddeich-Mole. Bis zum Bremer Hauptbahnhof benötigt man knapp 3 Stunden und 45 in diesem Intercity und bis nach Norddeich-Mole ist man 6 Stunden und 15 unterwegs. Eingesetzt werden auf beiden Intercity-Verbindungen ICE-2-Züge, bestehend aus 5 Doppelstockwagen und einer Baureihe 146 als Zug bzw. Schublock. Diese sind dabei mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h unterwegs. Hinzu kommen noch einige weitere einzelne Fernverkehrszugpaare, wie zum Beispiel in Richtung Wien ein ICE und auch ein IC, sowie Nachtzüge und auch ein Flixtrain. Kommen wir nun aber zum Regionalverkehr. Auch hier werden wir uns nur die im Takt verkehrenden Züge genauer anschauen. Beginnen wir somit also beim RE4.
Dieser verbindet Halle-Saale Hauptbahnhof über Halberstadt und Aschersleben mit Goslar. Dabei ist er im 2-Stunden-Takt unterwegs. Bis nach Halberstadt ist man knapp 1 Stunde und 10 Minuten unterwegs und bis nach Goslar in Niedersachsen 2 Stunden. Betrieben wird er dabei von Abellio. Eingesetzt werden hier Fahrzeuge der Baureihe 648, also ein Lind. Von Abellio wird auch der RE8 betrieben, welcher Halle über Sangerhausen und Nordhausen mit Leinefelde verbindet. Er ist dabei ebenfalls im 2-Stunden-Takt unterwegs. Dabei überlagert er sich allerdings bis Leinefelde komplett mit dem RE9, welcher darüber hinaus bis Kassel-Wilhelmshöhe verkehrt. Bis Sangerhausen benötigt man von Halle aus knapp 45 Minuten, bis Nordhausen etwa 1 Stunde und 20, bis Leinefelde etwa 1 Stunde und 50 und bis Kassel nochmal 1 Stunde mehr, also knapp 2 Stunden und 50. Eingesetzt werden auf diesen beiden Linien Triebzüge vom Typ Talent 2. So auch auf dem RE16, welcher von Halle aus über Naumburg und Weimar nach Erfurt verkehrt. Diese verkehrt dabei ebenfalls im 2-Stunden-Takt. Bis nach Naumburg ist man 30 Minuten unterwegs, bis nach Weimar exakt 1 Stunde und bis zum Erfurter Hauptbahnhof 1 Stunde und 15 Minuten. Weiter geht es mit dem RE18, welcher Halle über Naumburg mit Jena-Göschwitz verbindet. Vom Hallenser Hauptbahnhof bis Jena-Paradies benötigt man knapp 1 Stunde und bis nach Jena-Göschwitz 1 Stunde und 9. Hier werden Doppelstockwagen mit einer Baureihe 112, teilweise auch Baureihe 146 als Zug- bzw. Schublok eingesetzt. Betrieben wird sie dabei im Übrigen von der Deutschen Bahn. Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember entfällt diese Verbindung dann allerdings. In der Nummerierungsfolge geht es dann weiter mit dem RE24, welcher Halle mit Halberstadt verbindet. Dieser überlagert sich dabei mit dem RE4 zum Stundentakt bis nach Halberstadt. Dementsprechend benötigt man bis Halberstadt knapp 1 Stunde und 10 Minuten. Im Stundentakt unterwegs ist die RB25, welche nach Saalfeld ebenfalls über Naumburg und Jena verkehrt. Da sie öfter hält, ist sie dabei auch etwas langsamer als der RE18 unterwegs. Bis nach Jena Paradies benötigt die RB25 nämlich so statt 1 Stunde knapp 1 Stunde und 20. Bis nach Saalfeld ist sie dann knapp 2 Stunden unterwegs. Neben dem Fernverkehr gibt es auch eine Regionalverkehrsverbindung zwischen Halle und Magdeburg, nämlich den RE30, welcher über Köthen und Calwe verkehrt. Bis nach Köthen benötigt man etwas weniger als 30 Minuten und bis an den Hauptbahnhof der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, also nach Magdeburg, etwa 1 Stunde und 8 Minuten. Hier werden immer 3 Doppelstockwagen mit einer Baureihe 146 eingesetzt. Betrieben wird diese Verbindung im Übrigen von der Deutschen Bahn. Zu guter Letzt gibt es dann noch die RB47, welche Halle mit Magdeburg verbindet, wobei sie auf dieser Relation im 2-Stunden-Takt verkehrt und zwischen Halle und Könnern sogar im Stundentakt. Bis nach Könnern benötigt man dabei knapp eine halbe Stunde und bis an den Magdeburger Hauptbahnhof auf der gesamten Strecke dann etwa 2 Stunden und 5 Minuten. Auch diese Verbindung wird von Abellio mit Triebzügen der Baureihe 648 betrieben. Dies ist dann auch die letzte im Takt verkehrende Regionalzugverbindung am Hauptbahnhof. Darüber hinaus gibt es aber auch noch zahlreiche S-Bahn-Verbindungen im Netz der S-Bahn Mitteldeutschland. Beginnen wir dabei mit der S-Bahn-Linie 3, welche aktuell Wurzen mit Halle-Niedleben über den Hallenser Hauptbahnhof verbindet. Sie ist dabei im Halbstundentakt unterwegs. Um nach Halle-Niedleben zu kommen, muss sie dabei im Hallenser Hauptbahnhof einmal Kopf machen. Sie ist dabei im Übrigen die einzige Linie am Hallenser Hauptbahnhof, abgesehen vom Fernverkehr, welche nicht in Halle-Saale Hauptbahnhof endet. Im Halbstundentakt Richtung Altenburg verkehrt von Halle Hauptbahnhof die S5 bzw. S5. Über Altenburg hinaus bis Zwickau verkehrt die S5 im 2-Stunden-Takt und die S5X im Stundentakt. Die S-Bahnlinie 7 verbindet aktuell den Hallenser Hauptbahnhof über Teutschenthal mit Eisleben bzw. Sangerhausen im 60-Minuten-Takt.
Die S-Bahn-Linie 8 hat dabei zwei unterschiedliche Ziele. Zum einen verkehrt die S-Bahn-Linie 8 von Halle-Saale Hauptbahnhof über Bitterfeld-Wolfen nach Dessau alle zwei Stunden. In der anderen Stunde verkehrt die S-Bahn-Linie 8 von Halle über Bitterfeld nach Lutherstadt-Wittenberg. Bis Bitterfeld herrscht allerdings ein Halbstundentakt, da gibt es noch zusätzliche Verstärkerzüge. Die S-Bahn-Linie 9 ist ebenfalls im Stundentakt unterwegs und verbindet Halle über Delitzsch mit Eilenburg. Zu guter Letzt gibt es noch die S-Bahn-Linie 47, welche von Halle-Saale Hauptbahnhof über Halle-Zoo nach Halle-Trotha verkehrt, ebenfalls im Stundentakt. Alle S-Bahn-Linien bis auf die S7 werden dabei von der Deutschen Bahn betrieben. Die S7 wird von Abellio betrieben. Am Hallenser Hauptbahnhof verkehren dabei aktuell genauso viele Linien der S-Bahn Mitteldeutschland wie am Leipziger Hauptbahnhof. Somit ist er ein genauso wichtiger Umsteigknotenpunkt, wobei hier die Taktung nicht ganz so dicht bei einigen S-Bahnlinien ist wie am Leipziger Hauptbahnhof. Wie bereits angesprochen beim RE18 wird sich an diesem aktuellen Zustand zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember noch einmal Kleinigkeiten ändern. Ja, damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch natürlich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Schreibt mir doch gerne mal, ob ihr denn überhaupt schon mal am Hallenser Hauptbahnhof wart und wie ihr den denn so findet. Wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche zu einem erneuten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Bleibt zu Anfang, über alle Neustadt. Thank you.